Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wochenblog-Serie. Ja, ich habe gerade gefrühstückt. Meine Couch sieht auch noch sehr zerwühlt aus. Ich bin gestern Abend relativ früh ins Bett gegangen. Es war tatsächlich 1 Uhr. Ja, es ist früh für mich, weil ich bin die letzten Nächte immer auf der Couch eingeschlafen. Und ich habe ja auch die letzten Nächte immer noch gearbeitet bis abends und ja, ach, guck mal an, wie süß. Ja, ich habe gearbeitet und ich habe 20 Videos für YouTube fertig gemacht für meinen Content. Ich hoffe, dass ich in meinem Urlaub noch ein bisschen mehr fertig kriege. Ich habe schon zwei Shorts produziert heute Morgen in der Frühe. Es ist mittlerweile 13 Uhr. Ich habe hier noch Paprika. Ich weiß nicht, ob ich die auch noch einpflanzen soll. Ich habe ja gelesen, dass Paprika ein mehrjähriger Blüher ist und theoretisch muss man den gar nicht jedes Jahr neu pflanzen. Theoretisch kann man Paprika überwintern. Das wäre mal ganz interessant, ob das möglich ist. So. Ich müsste mal so langsam ans Arbeiten gehen. Ja, ich habe noch einiges in Planung. Ich muss noch einiges erledigen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich mit allen 60 Videos in meinem Urlaub fertig werde, damit ich das neue Format starten kann. Das neue Format kommt übrigens am Sonntag raus, am 19. Also nächste Woche. Also nächste Woche Sonntag. Sonntag in einer Woche. Und ja, da arbeite ich jetzt dran. Und das will ich im Urlaub noch fertig machen. Ich habe es mir ausgerechnet. Es könnte sein, dass ich Donnerstag fertig werde. Dann habe ich noch Freitag, Samstag, Sonntag, bevor ich wieder zur Arbeit muss. Also mal gucken, ob es funktioniert, ob ich durchkomme, ob ich tatsächlich alle 60 Videos schaffe. Schön wäre es natürlich, wenn ich mehr als 10 schaffen könnte, zum Beispiel 20 an einem Tag, dann wäre ich nämlich schon am Dienstag fertig oder Mittwoch. Aber das ist immer so eine Frage. Wir müssen einfach mal gucken. Das Wetter ist ja im Moment auch noch nicht so, weil ich muss ja mein Hochbeet noch fertig machen da hinten. Und ich muss ja bis zum 15. warten, bis neuer Lohn kommt. Im Moment läuft ja gerade die No-Buy-Challenge. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Das seht ihr immer in Short. Also mittlerweile, es läuft gut. Ich war zum Beispiel nicht bei Lieferando einkaufen gestern. Ne? Und sonntags ist das immer ganz schön. Ja, ich wollte euch mal einen kleinen Einblick geben. Meine Paprika, die kommen mittlerweile raus. Ich habe mittlerweile 10 Stück davon hier stehen. Und es sieht richtig aus wie im Chaos hier vorne, weil das Zeug wartet darauf, dass es endlich heraus kann und dann auch draußen stehen bleiben kann. Aber ich muss halt bis zu den Eisheiligen warten. Und deswegen, ja, steht das Zeug bei mir im Wohnzimmer. Ich bin schon froh, wenn ich mein Wohnzimmer wieder für mich selber nutzen kann, ohne diese Pflanzen, weil sie nerven einfach nur und stehen im Weg. Aber ich freue mich schon. Vielleicht habe ich dieses Jahr mal eigene Paprika auf dem Balkon. Meine Tomaten sehen nicht ganz so gut aus. Die kämpfen gerade so ums Überleben. Ich glaube, die muss ich noch mal düngen. Also den Paprikas tat der Dünger richtig gut, aber bei den Tomaten, das sind echt so kleine mickrige Dinger. Wer weiß, ob die überhaupt noch was werden. Und meine Kürbisse wollen mittlerweile auch schon raus. Die wollen auch nicht mehr. Die liegen hier vorne. Die wollen mittlerweile auch nicht mehr in diesen kleinen Pötten bleiben. Ja. Und meine Zucchini, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ach, hier sind total viele Fliegen. Ich habe 1, 2, 3 Zucchini, 4, 5, 6, 7. Es sind mittlerweile 7 Zucchini. Und dann hoffe ich, dass ich die auch irgendwann mal ernten kann, dass daraus was wird. Ne? Also sie wachsen und sie gedeihen. So, ich werde mich gleich mal an die Arbeit machen. Wir sehen uns dann wieder. So, während Alice hier richtig schön staubsaugt, kümmere ich mich mal eben schnell um meine Steuerberichte.
Ich muss ja meine Steuererklärung auch noch fertig machen. Und da Alice gerade am Staubsaugen ist, kann ich natürlich nicht Videos drehen und Videos aufnehmen. Deswegen muss ich eine kleine Pause einlegen, bis Alice fertig ist. Und in der Zeit mache ich meine Steuerberichte. Ich habe hier schon meine Unterlagen für die Steuer, fürs Finanzamt ausgedruckt. Bin noch bei meiner privaten Steuer. Ich muss allerdings die Firmensteuer auch noch machen. Und da sitze ich gerade bei. Guck mal, da kommt Alice. Alice ist schon richtig fleißig am Arbeiten. So, bis gleich. So, frisch geduscht und da könnt ihr schon mein Abendessen sehen. Es gibt die Restspaghetti von gestern, die ich gekocht habe. Ich weiß, ich komme gerade frisch aus der Dusche raus. Das ist eine Wohltat. Duschen, essen, Fernsehen gucken nach einem richtig erfolgreichen Tag. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe schon wieder 10 Videos aufgenommen, 10 Videos geschnitten und 10 Videos hochgeladen. Ich bin jetzt bei insgesamt 30 Videos. Und ich benötige nur noch 30. Ich habe jetzt genau die Hälfte. Die Hälfte von 60. So, wir sehen uns morgen wieder. Hi, willkommen auf dem Dienstag. Ja, ich wurde heute Morgen schon wieder aus dem Bett geschmissen. Von meiner Zeitarbeitsagentur. Ich finde das nämlich echt zum Kotzen. Ich habe Urlaub, 14 Tage Urlaub. Und der wurde sogar genehmigt, der Urlaub. Von der Firma und von der Zeitarbeitsagentur, ne? Und dann rufen die mich an, ja, ihr Einsatz endet schon wieder. Ich so, der wurde bis Dezember, wurde der verlängert, ne? Und dann sagten die so, ja, der wurde aber jetzt doch geändert. Ich so, ja, und was mache ich jetzt? Und jedes Mal sagen die zu mir, ja, machen Sie doch einen Aufhebungsvertrag und gehen Sie woanders hin. Ich so, nein, mache ich nicht, weil ich muss Miete, Strom und Gas bezahlen. Und dann kann ich es mir nicht erlauben, einen Aufhebungsvertrag zu machen, weil du dann gar kein Arbeitslosengeld bekommst, wenn du keinen neuen Job findest. Und dann haben die gesagt, ja, dann müssen sie jetzt jeden Job annehmen, den wir ihnen geben. Toll. Und das heißt, ich kann Kilometer weit zur Arbeit fahren, wenn es schlecht läuft. In meinem Urlaub. Echt. Die können mir nicht mal 14 Tage Urlaub geben. Und wo sie mich in Ruhe lassen können. Nein, sie müssten mich in meinem Urlaub, müssen die mich rausschmeißen und in meinem Urlaub müssen die mir sagen, dass ich eine andere Arbeitsstelle kriege, wenn sie denn überhaupt eine finden. Ich könnte mich schon wieder aufregen. Wie soll man denn seine Probleme abarbeiten? Wie soll man denn auf einen grünen Zweig kommen, wenn man immer nur am Job wechseln ist? Ich habe 6 Jobs in weniger als 12 Monaten gehabt. Vom 28. April 2023 bis zum 28. April 2024 habe ich 6-mal den Job gewechselt in weniger als 12 Monaten. Und jetzt ist Mai. Es ist die erste Maiwoche. Jetzt muss ich schon wieder den Job wechseln. Ich weiß echt nicht, wo das noch hingeht. Ich weiß auch nicht, wo das noch hinlaufen soll. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich das Geld überhaupt noch hernehmen soll. Ich bin so, jetzt kann ich mir schon wieder Sorgen machen. In meinem Urlaub, im Urlaub soll ich Erholung finden. Ich soll im Urlaub mich erholen von der Arbeit. Und jetzt muss ich mir in meinem Urlaub schon wieder Sorgen machen. Ich muss schon wieder Sorgen machen. Ich muss mir schon wieder schlaflose Nächte machen. Und du musst dir schon wieder überlegen, wie du alles bezahlt bekommst, weil du schon wieder unterschiedliches Gehalt bekommst. Und du vielleicht weniger bekommst. Wenn ich noch weniger bekomme als jetzt, das geht nicht. Wenn ich noch weniger bekomme, als ich jetzt schon bekomme, ne, dann kann ich bald irgendwann gar nichts mehr bezahlen. Ich weiß echt nicht, wo das noch hingehen soll. Ja, sie müssen jeden Job annehmen, den sie bekommen. Ja, toll. Ich kann nicht mehr. Ich kann emotional nicht mehr. Ich kann körperlich nicht mehr. Ich kann seelisch nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo das Ganze noch hinführen soll. Ich schaffe das nicht bis zur Rente. Soll ich jedes Jahr meinen Job wechseln? Alle paar Monate? Ich mache das jetzt seit 15 Jahren. Seit 15 langen, beschissenen Jahren. Ich kann nicht mehr. Mich selbstständig zu machen, war immer
der Motivationspegel, wo ich gesagt habe, ich muss so hart kämpfen für mich selber, damit ich Geld in meiner eigenen Firma habe. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich meinen Online-Shop zumache, weil er mir kein Geld einbringt und ich mir die 36 Euro pro Monat sparen muss. Weil ich nicht weiß, wie das nächsten Monat aussieht, wenn ich jetzt mein letztes Gehalt kriege. Und es ist ja auch so, du kannst ja gar nichts mehr kündigen, weil du hast ja im Prinzip schon gar nichts mehr. Und von gar nichts kannst du nicht noch mehr kündigen, weil von gar nichts, dass du schon gar nichts mehr hast, kannst du nichts mehr loswerden. Echt, ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Die haben mich um 9 Uhr, haben die mich aus dem Bett geschmissen. Um 9 Uhr in meinem Urlaub. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Sie nehmen jeden Job an, den man ihnen gibt. Auch wenn das heißt, ich muss zigtausend Kilometer fahren, denn vor der Haustür werde ich nichts finden. Oder sie machen einen Aufhebungsvertrag und gehen woanders hin. Ja, wenn das immer so einfach wäre, woanders hinzugehen. Ne? Man ist auf einen unbefristeten Vertrag angewiesen. Schon wieder. Ne? Und den Urlaub haben die sogar selber noch genehmigt. Und dann schmeißen sie mich im Urlaub raus. Und ganz ehrlich, ich hatte eine Berechtigung. Ich hatte eine Berechtigung, mich über die Heizung zu beschweren. Wirklich. Ich hatte echt eine Berechtigung dazu. Denn es war kalt und es war unangenehm und es ging auch einfach nicht mehr körperlich. So, und meine Krankmeldung war auch berechtigt. Und das habe ich denen heute Morgen auch nochmal gesagt. So, und mit dem Husten, ne, kämpfe ich übrigens immer noch. Echt, ich kann nicht mehr. Ich weiß echt nicht, wie das noch weitergehen soll. Ich bin nur am Kämpfen. Wenn ich morgens aufstehe, bin ich nur noch am Kämpfen. Und ich weiß echt nicht, wo diese Kämpfe noch hingehen sollen. Ich kann nicht mehr. Wo sollen die Kämpfe noch hingehen? Wenn ich aufhöre zu kämpfen, gehe ich unter. Also muss ich weiterkämpfen. Und da kannst du echt froh sein, wenn du keine Kinder in die Welt gesetzt hast, die von so einem System abhängig sind. Ich kann nicht mehr. Ich habe mir jetzt einen Tee gemacht zur Beruhigung. Und jetzt laufe ich im Wohnzimmer immer hin und her, weil ich kann kaum noch sitzen. Ich kann nicht auf meinem Hintern sitzen. Ich kann an meiner Situation nichts ändern, möchte sie aber ändern und ich kann einfach nicht mehr auf meinem Hintern sitzen. So, jetzt ist es am Freitag, ist mein Urlaub zu Ende und ich habe für Montag habe ich keinen neuen Job. Das heißt, ich gehe nicht wieder zurück in diese Firma. Und die lag nur 13 Minuten von meiner Arbeit entfernt. Die haben mich in meinem Urlaub, haben die mich rausgeschmissen. Das ist so eine bodenlose Frechheit, wirklich. Es ist eine richtige bodenlose Frechheit. Urlaub steht mir zu. Ich kann auch nicht rund um die Uhr arbeiten. Ich hoffe jeden Tag, dass es mit YouTube mehr wird und dass ich irgendwann ein bisschen mehr Geld damit verdiene. Ich meine, es kommen Centbeträge durch YouTube rein, ne? Und ja, mein Online-Kurs macht auch mal so 3, 4 Euro im Monat, die du dann überwiesen bekommst. Affiliate-Marketing, ja, alle paar Monate mal. Der VGW-Check kommt nur einmal im Jahr rein. Das sind alles Sachen, von denen du nicht leben kannst. Es kommt kein Vollzeitgehalt rein. Du kannst an der Situation, wie sie ist, nichts ändern. Außer mit Zeit und Geduld. Und ich habe die Zeit nicht mehr und ich habe auch die Geduld nicht mehr, ständig mit den Arsch aufzureißen und ständig 16 Stunden am Tag zu arbeiten, weil ich ja für meine eigene Firma was machen muss, wenn ich, und dann kriege ich gerade mal 5 Euro im Monat.
Echt, ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt schon wieder so kurz vorm Heulen. Wirklich. Das ist so ein langer Weg bis zur Rente. Ich sag's dir. Das ist so ein langer Weg. Und ich kann nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich heute mache. Ich müsste noch arbeiten, weil ich habe mir meine Arbeit vorgenommen, ich habe mir mein Projekt vorgenommen, ne? Und jetzt bin ich schon wieder richtig down. Wirklich richtig down, weil ich in meinem Urlaub schon wieder einen neuen Job suchen kann. In meinem Urlaub. Der ist für meine Erholung ist er da. Dass ich mich erholen kann von meinem Job und dass ich in meinem Urlaub meine To-Do-Listen abgearbeitet kriege. Und nicht, dass ich mir in meinem Job schon wieder einen neuen Job suchen darf. Echt. Ich weiß nicht, ob ich lachen soll oder ob ich heulen soll über dieses Universum. Ich weiß es nicht. Ich überlege mir jetzt, was ich den ganzen Tag tue. Wirklich. Ja, nur Probleme am frühen Morgen. So, ich habe heute Morgen schon um 9 Uhr angefangen, durchs Wohnzimmer zu laufen, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Weil nach so einer Hiobsbotschaft schläft man nicht mehr. Und habe dann angefangen, alles durchzutelefonieren. Ja. Ich muss halt gucken, was mit meiner Firma ist, weil ich kann diese Umsätze, die das Finanzamt haben möchte, kann ich halt einfach nicht stemmen. Und wenn ich permanent meinen Job wechsle, ne, jetzt schon wieder, kann ich keine Werbung machen. Ich bin ausschließlich von diesen zwei Händen abhängig, die Umsatz machen und die machen mir keinen Umsatz. Diese zwei Hände machen mir keinen Umsatz. So, dann wollte ich mal eben mit dem Finanzamt telefonieren, weil ich gehofft hatte, dass die mir eine Frage beantworten können, ne? Und dann kriegst du das Gefühl, dass du inkompetent bist, ne? Ja, so wie sich das anhört, haben sie eine Liebhabereifirma. Das heißt, sie haben gar keine Lust, Umsatz zu machen. Und ja, so wie sich das anhört, muss ihnen der Steuerberater erstmal die ganze komplette Thematik erklären. Ja, hier, liebes Finanzamt. Saudämlich sind die. Es war nur eine Frage. Man muss mir nicht das ganze System erklären. In dem System, in dem ich schon seit 15 Jahren arbeite, ja, ich kenne das System mittlerweile und man kann doch wohl eine Frage beantworten. Aber die sind stinkenfaul, sind die. Wirklich. Da hat keiner Lust, irgendeine Frage zu beantworten. Und dann heißt es, ja, wenden Sie sich an den Steuerberater, der ist mehr in der Thematik drinne und der kann Ihnen ausführlich das System, das Sie nicht verstehen, erklären. Entschuldige mal bitte, liebes Finanzamt, ich verstehe die Thematik schon, ja, und es ist doch nicht so schlimm, nachdem ich fast 20 Minuten in der Warteschleife gehangen habe, oder glaube nur 8 Minuten, 8 Minuten oder so, mir eine Frage zu beantworten. Ist das so problematisch? Hä? Ja, anscheinend aber doch. So, das ist mal wieder Servicewüste Deutschland, wenn keiner Lust hat zu arbeiten. So, aber ich bin ein Arbeitstier, aber ich fliege aus meinen Jobs raus. Ja. So, ich kümmere mich jetzt weiter um meine Probleme. Permanent um meine Probleme. Schaut mal, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Es regnet richtig. Und ja, so fühlt sich gerade meine Seele an. Dieser unglaubliche Regen. Wenn meine Seele heulen könnte, würde es so in meiner Seele aussehen. Nur Regen. Wirklich. Nur Regen. Einfach nur Regen, heulen. Aber ich könnte die ganze Zeit nur heulen, ja, weil schon wieder alles scheiße läuft. Wirklich. Ich habe gerade mit dem Steuerberater telefoniert. Und ja, also allmählich läuft mir beim Finanzamt wirklich die Zeit weg. Ne? Die fragen mich ständig nach einer Umsatzentwicklung. Ich habe aber keine Umsatzentwicklung. Ich bin schon wieder zurückgeblieben in meinem Umsatz und kann schon wieder zu wenig Umsatz. Na, ich kann schon wieder zu wenig Umsatz vorzeigen, was mich in Schwierigkeiten bringt. Und irgendwann, ne, dann knallt eine dicke, fette Finanzamtrechnung auf meinen Tisch und dann muss ich über Jahre hinweg nachzahlen. Wirklich. Und da graut es mir richtig vor, wirklich. Da graut es mir richtig vor. Ich wünschte, ich könnte mehr YouTube-Einnahmen haben. Ich wünschte, ich könnte mehr auf meinem Blog machen, ne? Aber das sind alles nur Centbeträge, die dir einfach langfristig nichts nützen. Und du kannst das Geld nicht scheißen, so wie du es brauchst. Und
Ich könnte schon wieder heulen. Ich könnte schon wieder heulen, weil alles schon wieder scheiße läuft. Ich fühle mich wie das Wetter draußen, wirklich. Wie dieser grauenvolle Regen. Echt. Wollte ein bisschen Brot backen, damit ich was zu essen habe. Und dann nehmen wir einfach zwei Teile Brot. Aber zuerst geben wir den Sauerteig rein. Ihr wisst ja, ich mache immer mit Siegfried schön Sauerteig. Und ihr seht hier diese Blasen. Der ist richtig gut geworden. Der ist auch richtig toll geworden. Und jetzt muss ich erstmal so einen Spaten nehmen und dann gucken, dass ich hier genug rauskriege. Den muss ich gleich. Muss ich gleich füttern. Jetzt 500 Milliliter sind da drin. So, ich stelle den mal dahin. Den stelle ich mal dahin. So, 500 Milliliter sind da gerade drin. Und jetzt nehmen wir Dinkelvollkornmehl. Den nehme ich erst das Vollkornmehl. Dann haben wir noch. So. Kommen noch Sonnenblumenkerne da rein. Und dann kommen wir circa auf 1 Kilo Brot. Und dann braucht die Hefe natürlich noch was zu essen. Und die Hefe benötigt immer Sirup oder Zucker. Und da habe ich jetzt einen Löffel hinzugegeben. Und dann kommt noch ein bisschen Salz rein. Und das gebe ich jetzt in meine wunderschöne Form hier vorne. Ich nehme euch mit rüber. Die hier schön. Und dann packe ich das erstmal hier rein. So, 1 Kilo Teig. Jetzt schön hier raus. So, das rühre ich einmal um, damit uns das hier nicht entgegenkommt. So, und diesen Spachtel, den brauche ich gleich, weil mal wieder alles am Rand festhängt. Und ich weiß, ihr habt mich gerade nicht gesehen. Und Wasser packe ich gleich im Anschluss dabei, weil es darf nicht zu viel Wasser sein. Der Teig ist fertig. Knülle das immer ein bisschen zusammen, damit das hier drinnen bleibt und ich hinterher keine Probleme habe mit dem. Das für
schüttle ich jetzt hier erstmal rein, aber vorher muss ich noch einen Shot drin. So, Shot zu Ende gedreht. So, jetzt nehme ich mir den mal hier zu Hilfe. Ich muss mal. Ach ja, das ist doch mal ein schöner Butter. Ich habe diesmal so wenig Wasser wie möglich dabei gegeben. Weil ich mir dachte, okay, das macht der von ganz alleine. Ich muss ja jetzt kein Messer nehmen, wenn das hier auch geht. So. So. Mein Sonnenblumenbrot ist fertig und das kommt jetzt ein bisschen an die Heizung und das schiebe ich erst heute Abend wieder rein. So. Dann bis später. So, ich habe jetzt 10 Videos aufgenommen für die Frage der Woche. Wir sind jetzt bei insgesamt 40 Videos. Ich werde die 10 Videos heute noch schneiden. Und ich werde sie auch heute noch bei YouTube downloaden. So, ja, ich bin so ein kleines bisschen verheult. Ich habe heute halt einen verdammt schlechten Tag. Ne? Und die schlechten Tage sind nun mal häufiger als die guten Tage. Ich hatte für 2024 wirklich die Hoffnung, dass ich noch einen schönen, tollen, positives Jahr kriege und es mal gut läuft für mich. Ja. 2024, es ist Mai, das ist der dritte Job in diesem Jahr. Oh. Aber ich wollte euch mal eben zeigen, ich habe hier mein Brot reingepackt und das darf jetzt gerade wachsen und gedeihen. Und ich zeige euch später oder morgen das Resultat, weil ich werde jetzt nur noch 10 Videos schneiden und dann werde ich auf die Couch gehen und dann werde ich Beruhigungstee, Gute-Nacht-Tee, damit ich heute Nacht gut schlafen kann von all meinen Problemen, werde ich richtig viel Gute-Nacht-Tee trinken. Das hat nämlich beruhigende Wirkungen und dann sehen wir uns morgen wieder. Hallöchen, willkommen auf den Mittwoch. Ja, ich war gestern ja noch am Brotbacken. Ich habe euch das Ergebnis ja gar nicht gezeigt. Ich habe auch nur noch ein halbes Brot. So sieht das aus. Ich habe hier auch schon richtig rumgesaut. Ich kann es euch leider gerade nicht mehr zeigen. Auf meiner dreckigen Küche. Moment. Ich habe hier, das Glas habe ich gerade ausgespült, Marmelade. Ich hatte Marmelade selber gekocht und dachte mir gestern zu dem richtig hammergeilen Brot, da tust du jetzt Marmelade drauf. Du hast Hunger auf was Süßes und so. Und dann habe ich tatsächlich Brot gemacht. Jetzt gehen wir mal eben ins Wohnzimmer. Und dann, tada, ich habe mir hier schon Tee hingestellt. Das ist Gute-Nacht-Tee, der beruhigt ein bisschen die Nerven. Aufgrund der letzten paar Tage. Es gibt sogar gute Neuigkeiten, aber die erzähle ich euch gleich. Und dann habe ich hier Marmeladenbrot gemacht. Oh, super lecker, das erinnert mich immer an Oma.
Da gab es immer Marmeladenbrot. Und ich weiß nicht, Marmelade ist irgendwie so Kindheitserinnerung. Und die habe ich selbst gemacht, die Marmelade. Und da ist 100% Erdbeere drin. Und der Rest ist ein ganz kleines bisschen Zucker. Und ich habe das extra in kleine Gläser gemacht, damit ich nicht ganz so viel Zucker nehmen muss. So. Ja, die guten Neuigkeiten sind, es ist noch nicht 100% sicher, aber vielleicht habe ich einen neuen Job. Das stellt sich erst die nächsten Tage heraus. Ich würde mehr Geld kriegen als jetzt, aber ich müsste auch eine Stunde länger zur Arbeit fahren. Dann wäre ich anderthalb Stunden unterwegs. Das wären 3 Stunden pro Tag, weniger als 3 Stunden wäre ich dann unterwegs, plus minus. Ich weiß es ja auch noch nicht, aber auf jeden Fall eine Stunde Autofahrt. Weil ich habe ja gesagt, ich muss ja bis in die nächste Stadt rein, weil im Moment ist so ein bisschen Jobmangel. Und dadurch muss man halt leider zusehen, dass man woanders hinfährt. Ich hoffe, dass ich den Job kriege, weil ich dann nicht mehr das wenige Geld kriege, was ich jetzt kriege, sondern ich würde um einiges mehr kriegen. Und ja, mit den ganzen Zulagen wäre es deutlich mehr. Und ich drücke ich mir die Daumen, dass ich den Job tatsächlich kriege, dass bis Freitag oder zumindest nächste Woche Montag eine positive Rückmeldung kommt. Dann habe ich nach meinem Urlaub wieder einen neuen Job. Zwar wieder mit einem riesengroßen Handicap, aber dafür mit ein bisschen mehr Geld. Aber wer braucht schon ein einfaches Leben, wenn man über Stock und Stein springen kann, der so groß ist wie der Mount Everest? Ne? Das ist halt unser Leben hier in Deutschland. Ne? Immer mit der Hoffnung, es käme irgendwas Besseres. Ne? Ja, aber wenigstens habe ich dann keine Probleme mehr. Zumindest einen Teil. Und zwar so lange, wie ich diesen Job habe. Und ich hoffe, dass ich ihn mal länger habe als eine Woche oder einen Monat. Na? Weil dieses permanente Rumspringen nervt mich total. Deswegen hoffe ich, dass ich den Job längerfristig behalte, um ja, ein anderes Leben zu kriegen, um ein besseres Leben zu kriegen, um Stabilität in meinem Leben zu kriegen und ich ganz in Ruhe, ohne Stress und ohne Hektik mein YouTube-Konto aufbauen kann und mich um meinen Online-Shop kümmern kann und um meine Udemy-Kurse kümmern kann, sodass da Geld reinkommt und ich tatsächlich irgendwann mal Vollzeit in meiner eigenen Firma arbeiten kann. Das ist ja immer die Hoffnung, ne? Es möge das letzte Mal sein. So, heute fange ich auch ein bisschen später an zu arbeiten, weil ich muss noch 20 Fragen aufnehmen. Dann bin ich komplett fertig und habe 60 Videos aufgenommen. Das geht jetzt noch Mittwoch und Donnerstag. Ich schaffe leider nur 10 Fragen an einem Tag, weil ich die dann noch schneiden muss und hochladen muss. Und das Hochladen dauert immer so lange. Und dieses Reden vor der Kamera die ganze Zeit, das dauert halt auch noch ein bisschen. Und ich schaffe halt nur 10 Fragen. Es wäre schöner, wenn ich mehr schaffen würde, weil dann hätte ich die 60 Fragen schneller abgearbeitet. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt schon bei der Videoplanung. Das kommt einmal in der Woche raus, sonntags. Bei den Videos, die ich jetzt habe, sind wir schon bei Februar 2025. Und da habe ich erstmal sehr, sehr gut geplant in meinem Urlaub. Dafür liegt natürlich alles andere. Aber naja, du kannst halt nicht alles in deinem Urlaub schaffen. So, ich werde jetzt erstmal was essen und dann werde ich ganz in Ruhe an die Arbeit gehen. Jo, eigentlich wollte ich gerade anfangen zu arbeiten. Ich habe hier nämlich noch Frage 41 bis 50. Die ich heute aufnehmen wollte, weil ich hätte jetzt in 2 Tagen hätte ich das Projekt fertig, aber mein Nachbar ist am Rasenmähen und leider hört man den. Und jetzt läuft hier gerade der Rookie, weil ich dachte mir, dann könnte ich vielleicht andere Sachen machen, aber so groß wie der Rasen da unten ist, wird der noch ganz schön lange da mähen. Naja, ich kann leider nichts dran ändern. Und ich bin schon froh, wenn die Eisheiligen rum sind, ne? Damit das alles, was hier gerade steht, rausgeht auf den Balkon, dorthin. Gott.
Ich kann irgendwo. Das ist so ein. Nee. Chaos. Wirklich Chaos. Ich bin ja schon mal froh, dass ich hier in meinem Büro wenigstens schon mal wieder die Ecke hier frei habe. Meine Steuererklärung ist auch noch nicht fertig. Ich habe noch 3 Tage Urlaub. Ich musste auch noch so einiges abarbeiten, wozu ich aber irgendwie keine Lust habe. Und naja. Ich muss ja heute auch noch das Video schneiden, den Vlog, der ja morgen rauskommt. Also Donnerstag. Und dann ist das problematisch, wenn ich jetzt zu spät anfange, die Videos zu drehen. Naja. Kann ich jetzt leider auch nicht ändern. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Und da ich leider gerade heute keine Videos aufnehmen konnte, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, der hat nämlich Rasen gemäht, habe ich mich da hingesetzt und habe die Thumbnails fertig gemacht für YouTube. Und dann habe ich sofort alle 60 Stück für dieses Format fertig gemacht, weil ich habe ja auch schon über 40 Videos abgedreht. Ich muss jetzt nur noch 20 Videos abdrehen. Ich hoffe, dass ich das noch schaffe an 2 Tagen, dass ich noch andere Sachen machen kann. Aber ich zeige euch mal das Thumbnail. Das sind die ganzen Thumbnails. Und ja, am 19. Mai geht die erste Folge online. Und ja, was soll ich sagen? So, was soll ich sagen? Ja. Ich freue mich drauf, ich hoffe, es gefällt euch. Die erste Frage, die am 19. kommt, ist, was ist deine größte Herausforderung im Leben im Moment und wie gehst du damit um? So, das ist nämlich dieses Format hier. Das hier. Und so wird das Thumbnail dann jedes Mal aussehen. Jeden Sonntag. Es ist einfach gehalten, schlicht gehalten und ja, es soll einen Wiedererkennungswert haben. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr dieses Thumbnail seht, wisst ihr, dass es die Frage der Woche ist und ja, die sehen dann alle gleich aus. War auch beabsichtigt, genauso wie meine Thumbnails von meinem Vlog. Da habe ich das ja auch geändert dieses Jahr. Da kommt ja immer... Da kommen ja immer 4 Fotos hin, mit also 4 Fotos mit einem Element in der Mitte, sodass das einen Wiedererkennungswert hat, dass das mein Vlog ist, immer mit anderen Fotos. So 4 Fotos aus meinem täglichen Leben, die da drauf sind, kamen definitiv besser an als die ganzen anderen Thumbnails, die ich hatte, wo ich nur ein einziges Bild darin hatte, sprich 3 Elemente. Das neue Thumbnail, das seit Januar läuft, das hat 6 Elemente und läuft weitaus besser. Ja, die werde ich jetzt erstmal online bringen. Die werde ich jetzt erstmal downloaden, werde sie nach YouTube hochziehen, weil da sind ja auch schon die ganzen Videos drin. Die sind ja schon alle vorkatalogisiert. Die Timeline ist auch schon erstellt worden. Die Videos gehen jetzt aktuell bis zum 2. Februar 2025. Ich hoffe, dass ich die anderen 20 Videos noch online kriege für 20 Wochen mehr, damit ich im Januar, Februar nicht wieder neu starten muss und dieses Format komplett aufgenommen ist. Es gibt auch nur 60 Videos, die sind in Planung und 40 davon habe ich aufgenommen. Eigentlich wollte ich heute 41 bis 50 aufnehmen und dann von 50 bis 60, aber wir haben schon 6:30 jetzt und das hat sich den ganzen Tag über nicht ergeben, weil ich musste heute Morgen noch ein bisschen telefonieren und dann musste ich noch ein bisschen hinterher telefonieren und naja, so private Sachen halt, ne, die auch mal erledigt werden müssen, weil jedes Mal, wenn man Urlaub hat und man wird entlassen, muss man 10.000 Sachen erledigen und dann wird man in seiner Arbeit, die man eigentlich zu Hause machen wollte, die man eigentlich in seinem Urlaub auch geplant hat, dessen To-Do-Liste man auch extra angelegt hat, wird man komplett ausgebremst. Ja. Und dann haben wieder andere Sachen Priorität während deines Urlaubs und wenn der Urlaub dann vorbei ist, hast du im Prinzip nichts von deiner To-Do-Liste abgearbeitet, weil dir die Zeit einfach geklaut wurde und gestohlen wurde. Naja.
Aber so ist es jedes Mal im Urlaub. Letztes Jahr im Urlaub war es genauso. Ne? Letztes Jahr 2023, wer erinnert sich, ich hatte zweimal Urlaub eingetragen. Und es stand nicht fest, dass ich den Urlaub bis dato kriege. Und es war kompliziert, den Urlaub bis dahin überhaupt durchzuhauen. Ja. Ja, und jetzt haben wir 2024. Ich habe meine Urlaubsplanung im Januar gemacht und war froh, dass ich überhaupt pünktlich Urlaub zu meinem Geburtstag bekommen habe. Ja, letztes Jahr wurde ich vor meinem Geburtstag entlassen. Dieses Jahr wurde ich nach meinem Geburtstag entlassen, eine Woche danach. Das ist so ätzend, wirklich. Naja, man kann es leider nicht ändern. Man muss mit dem Flow gehen. Wie heißt das so schön? Go with the flow. Ja, das mache ich gerade. Ich mache einfach das, was ich machen kann in YouTube und hoffe immer das Beste. Ich habe zwei Kanäle im Aufbau und ein Kanal bringt mir ja schon Geld ein. Und da hoffe ich immer auf ein bisschen mehr und dann hoffe ich, dass das irgendwann funktioniert, dass ich das Vollzeit machen kann. Ja, immer das Beste hoffen und immer arbeiten und immer einen Schritt nach dem anderen gehen. So, ich werde jetzt ein bisschen weiter an YouTube machen. Bis später. So, es ist mittlerweile 20 Uhr. Ich sitze immer noch an meinem YouTube-Konto hier dran, ne? Und gebe hier unten die ganzen Thumbnails ein und natürlich auch die Empfehlungen. Ich habe meine Bücherempfehlung dort verlinkt und ab dem 19. könnt ihr dann auch immer sehen unten in der Infobox, welche Buchempfehlungen ich gebe und dann kommt ihr direkt auf einen Amazon-Link und dann könnt ihr mal schauen, vielleicht interessieren euch die Bücher ja. Ich habe zum Beispiel die 1%-Methode sehr gerne gelesen und kann dieses Buch nur echt empfehlen. Von James Clear ist das und das findet ihr auch unten in der Artikelbeschreibung bei Bücherempfehlungen. Ich habe dieses Buch geliebt, wirklich. Ich habe es in einem komplett durchgelesen, an einem ganzen kompletten Wochenende. Ich liebe dieses Buch und ich kann es nur empfehlen. Jeder, der sich persönlich weiterentwickeln will, sollte dieses Buch lesen, die 1%-Methode. Es ist der Hammer, wirklich. Ihr findet aber auch noch andere Bücher, die ich empfehle, wie mein Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel. Das schreibe ich zum Beispiel sehr gerne. Und ja. Ich sitze jetzt hier noch dran, mache hier diese Thumbnails fertig und natürlich die Infotextbeschreibungen und die Kanal-Hashtags und alles. Und da werde ich wahrscheinlich noch den ganzen Abend dran sitzen. Deswegen schließe ich den Vlog an dieser Stelle und sage auf Wiedersehen.